Es gibt zwei relativ simple Methoden, die deinen Penis beim Sex härter und praller machen werden. Beide Methoden solltest du noch heute Abend beim Sex oder bei der Masturbation relativ einfach austesten können. Ich habe hier einen Luftballon. Wenn ich diesen Luftballon groß und prall bekommen möchte, was muss ich dafür tun? Es braucht zwei Schritte. Schritt Nummer eins, ich muss den Luftballon mit Luft füllen. Und danach, Schritt Nummer zwei, ich muss den Luftballon verschließen, damit die Luft nicht wieder entweicht. Wenn du deinen Penis zur maximalen Härte aufbauen möchtest, funktioniert es im Prinzip relativ ähnlich. Da Schritt Nummer 1, damit der Penis schön prall und hart werden kann, muss er sich zunächst mit viel Blut füllen. Und Schritt Nummer 2 ist dann, jetzt musst du das Blut auch noch im Penis drin behalten, sodass es nicht direkt zurückfließt ins Becken. Das heißt, der Rückfluss des Blutes aus deinem Penis zurück ins Becken muss verschlossen werden. Ähnlich so, wie ich den Luftballon, nachdem ich ihn aufgepustet habe, zuknoten musste, damit die Luft nicht wieder entweicht. Schauen wir uns das also genauer an. Wie sorgst du dafür, dass erstmal schön viel Blut in dein Penis fließen kann? Du brauchst dafür zwei Dinge. Nummer eins, mentale Erregung, also Geilheit sozusagen. Wenn auf psychischer Ebene Geilheit, Lust, mentale Erregung entsteht, dann sendet das Gehirn ein Signal an deinen Penis. Das Signal ist, jetzt bitte den Penis mit Blut füllen. Ohne diese psychische Geilheit gibt es kein Signal und es wird niemals Blut in deinen Penis fließen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Viagra für viele Männer nicht vernünftig funktioniert, weil sie beim Sex mental so verkopft und angespannt sind, dass keine echte Geilheit und Lust im Kopf zustande kommen kann. Was du tun kannst, um Verkopftheit und Anspannung zu beheben beim Sex, darauf gehe ich am Ende des Videos auch noch ein. Die zweite Sache, die es braucht, damit Blut in den Penis fließen kann, ist eine aktivierte, aber nicht verkrampfte Beckenbodenmuskulatur. Das da hier, ja, ist deine Beckenbodenmuskulatur. Hier vorne ist dein Penis, das ist deine Beckenbodenmuskulatur. Das ist der Muskel, mit dem du zum Beispiel auch den Urinstrahl beim Pinkeln unterbrechen würdest. Du kannst dir diese Beckenbodenmuskulatur, wenn ich das mal aufmache, ganz grob so vorstellen, dass die so ein bisschen ist wie der Knoten, den ich in den Luftballon reinmache, damit die Luft drin bleibt. Wenn du diese Muskulatur hier anspannst, wird das Blut kurzzeitig besser im Penis drin gehalten. Gleichzeitig kann aber auch kein zusätzliches Blut nachfließen. Das muss man auch sagen. Diese Muskelgruppe, die Beckenbodenmuskulatur, ist bei Männern häufig beim Sex total verkrampft. Und zwar schon meistens beim Vorspiel. Und das ist dann in etwa so, als würdest du den Luftballon zuknoten, bevor du Luft reingepumpt hast. Das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Beckenbodenmuskulatur erst einmal relativ entspannt zu halten, damit Blut gut in den Penis hineinzirkulieren kann. Du solltest sie auf keinen Fall die ganze Zeit verkrampft anspannen, was die meisten Männer halt subbewusst tun. Wenn dein Penis dann also mit einer relativ entspannten Beckenbodenmuskulatur schön steif geworden ist, dann kannst du auch immer mal wieder die Beckenbodenmuskulatur anspannen, damit du deinen Penis so auf einer Prallheitsskala dann wirklich auf eine 10 von 10 bringen kannst. Achte dann nur darauf, dass du es nicht übertreibst. Denn wie gesagt, wenn die Beckenbodenmuskulatur dauerhaft angespannt ist, dann ist es immer noch tödlich für jede Erektion. Um deine Beckenbodenmuskulatur in einem aktivierten, aber nicht verkrampften Zustand beim Stoßen zu halten, kannst du mal die sogenannte Beckenschaukel als Stoßtechnik ausprobieren. Dabei kannst du relativ gut stoßen, ohne die Beckenbodenmuskulatur dabei zu verkrampfen. Also merke, Nummer 1, Beckenbodenmuskulatur am Anfang versuchen zu entspannen und entspannt zu halten. Nummer 2, wenn dein Penis steif ist, kannst du die Beckenbodenmuskulatur punktuell immer wieder anspannen, um absolute Prallheit deines Penis zu erzeugen. Und Nummer 3, die Beckenbodenmuskulatur solltest du nie dauerhaft kontinuierlich angespannt halten. Jetzt ist es aber am Ende des Tages so. Eine pralle, starke Erektion, ja, so etwa, ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Evolutionär hat es für uns Männer
damals nur Sinn gemacht, immer eine stabile, starke Erektion zu haben. Denn das hat natürlich am Ende des Tages auch die Fortpflanzung garantiert. Es ist also per se, wenn man einen gesunden Körper hat, den man halbwegs gut kennt, nicht schwer, eine stabile, pralle Erektion zu haben. Eigentlich. Das Problem ist für viele Männer, wenn du mental nicht in einer authentischen Lust, eine Geilheit, eine Erregung bist, weil du vielleicht verkopft bist, angespannt, nervös oder irgendwie unsicher bist, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Deine Erektionsqualität wird nie die sein, die du und deine Partnerin sich wünscht. Denn am Ende des Tages braucht dein Penis immer das Signal von deinem Kopf. Hier oben ist gerade richtig viel Lust im Spiel. Bitte bereit machen zur Penetration. Bitte den Penis steif machen. Und wenn der Penis genau dieses Signal nicht bekommt, wird die Erektionsqualität immer leiden und im schlimmsten Fall bis hin zum Erektionsverlust führen. Aus genau dem Grund sind die meisten Erektionsschwierigkeiten bei Männern vor allen Dingen auch mental bedingt und nicht rein körperlich. Wenn du diese Vermutung auch für dich hast, basierend auf dem, was ich dir gerade erzählt habe, dann mach auf jeden Fall unser Blitzursachen-Analyse-Quiz, in dem du die Ursachen für deine Erektionsschwierigkeiten relativ zuverlässig herausfinden kannst. Den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung.